Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Banjo-Tooie weiter. Heute hoffentlich mal mit ein bisschen mehr Erfolg, was die eigene Stimme angeht. Und beim letzten Mal haben wir gar tolle Abenteuer in der Klunkerkluftmine erlebt und haben dort eine wunderbare neue Fähigkeit erlernt, die Kopfgranate, Bohrbirne, ich weiß offen gesagt gar nicht mehr, wie sie jetzt tatsächlich hieß. Egal. Mit dieser Fähigkeit können wir jedenfalls ein paar Dinge machen und das wollte ich jetzt erstmal so ein ganz klein bisschen forcieren. Und da sind mir neben den Sachen in der ersten Welt, Mayos Tempel, noch zwei Dinge eingefallen, die wir hier im Spiral Mount machen können. Nämlich zum einen diesen Felsbrocken hier entfernen. Bum, 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 bum. Ah, das ist um einiges besser. Solltest du nicht im Wasser sein? Dort ist es sicherer. Du hast recht. Wenn ich nicht bald in den Wassergraben am Spiral Mountain zurückkomme, muss ich vertrocknen. Dann sollen wir dich jetzt wohl mitnehmen. Naja, ich würde ja selber hingehen, aber wir Goldfische sind in Bezug auf Beine etwas minder bemittelt. Klingt ja nett. So, okay. Dann sacken wir den Goldfisch doch einfach mal ein und dann schmeißen wir ihn hier so ins Wasser. Ich hoffe, das geht. Also, beziehungsweise, wo will er denn hin? Noch, nee, ist richtig so. Danke, Leute. Vielleicht sind euch diese extra Luftblasen von Nutzen. Luftblasen? Wir wollen wenigstens ein Puzzle dafür. Sorry, ich habe keine mehr. Aber ich zeige euch noch, wie man schneller schwimmt. Haltet einfach A und X gleichzeitig gedrückt. Tschüss. Mehr Luftblasen, wunderbar. Und wir können schneller schwimmen? Tatsächlich. A und X gleichzeitig gedrückt halten. Wunderbar. Boah, jetzt geht es im Wasser viel flotter. Huhuhuhu, okay. Das hat sich ja schon mal megamäßig gelohnt mit dem Goldfisch. Lalalala, zum Glück. Boah, zum Glück behält der Hering solche kleinen süßen Details irgendwie immer mal wieder im Hinterkopf. Jetzt meine interessante, spannende Frage. Kommen wir von hier aus noch? Ja, kommen wir. Hier so hoch. Wir hatten nämlich zwischenzeitlich auch genug Cheeto-Seiten eingesammelt. Das bedeutet doch theoretisch, wir müssen von Cheeto jetzt irgendwas bekommen. Und das will ich mir jetzt einfach abholen. Bitte. Großartig. Das sind genug Seiten, um dir einen neuen Cheat zu verraten. Höchste Zeit. Los, raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Seiten. Jo, hier. Zutiefst verpflichtet. Der erste Cheat lautet Feathers. Verstanden? Hier ist ein kleiner Hinweis, wie man den Cheat aktiviert. Mayos Tempel, Code-Raum, Buchstaben. Verstanden? Nein, nicht ganz. Aber ich. Los, probieren wir den Cheat gleich aus. In diesem Menü siehst du die Cheats, die ich euch gegeben habe. Ja. Feathers neu. Ich nehme jetzt einfach mal an, das werden so ähnliche Cheats sein wie im ersten Teil, oder? Sprich, auch tatsächlich legitime Sachen, jetzt in dem Sinne, dass ich damit einfach nur zum Beispiel den Maximalvorrat meiner Federn, wie es jetzt in dem Fall scheinbar so sein wird, dass ich damit einfach nochmal Maximalvorrat anheben kann, oder? Oder verdoppeln kann. Statt, wie viele Federn haben wir momentan? Statt 100 rote Federn, dann vielleicht 200 oder so. Probieren wir einfach mal aus. Ich hoffe sehr, dass die Cheats dann auch so erhalten bleiben, also aktiviert bleiben, genauso wie im ersten Teil, sodass ich nicht immer wieder dorthin rennen müsste, um sie zu aktivieren oder so. Andere Sachen, die wir noch ausprobieren können, ist nämlich, das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, genau. Wir haben ja mittlerweile diese Hängefähigkeit, sodass wir eben diese wunderbare Passage auch kletternd irgendwie überwinden können und Banjo kann sich da jetzt hochschwingen. Und in dieser Höhle einfach mal nachschauen. Sieht wie eine Eishöhle aus. Und oh! Das sieht wie ein Banjo-Kazooie-Gamepack aus. Ich frage mich, was darin ist. Ein Banjo-Kazooie-Gamepack? Oh mein Gott, ein kleines süßes Banjo-Kazooie-Modul. Gib her! Oh! Was? Ich habe das Modul getötet. Verdammt nochmal. Da war ein Ei drin. Stop and Swap gefunden. Der Gewinner ist... ein glänzendes goldenes Ei. Kümmere dich gut darum. Kümmere dich gut darum. Ich glaube, die muss man irgendwo abgeben. Aber das, was da eben gerade in der Bildschirmmitte aufgeleuchtet hat, das gehörte nicht so... das gehörte nicht zum eigentlichen Banjo-Tooie-Spiel mit dazu. Beziehungsweise, ich glaube, das war im N64-Original nicht drin. Sondern das war jetzt irgendwas Xbox 360-spezifisches oder so. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, diese Einblendung. Aber da kann ich mich unter Umständen auch täuschen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das mit diesem... mit diesem Stop-and-Swap-Feature hier jetzt funktioniert hat. Jetzt funktioniert hat in diesem Teil. Sie hatten es dann ja... also ursprünglich der Hintergedanke... wo gehen wir jetzt eigentlich hin?
Doch, wir gehen in die erste Welt. In Maios Tempel, genau. Wir wollen den Cheat aktivieren. Wir wollen was noch alles machen? Wo müsste ich jetzt eigentlich hin? Vor Mumbus Schädel, Gefängnisareal. Nahe Wumbas Wigwam. Nahe Wumbas Wigwam ist der Cheatraum, oder? Müsste zumindest, wenn ich mich recht entsinne. Lalalalalalalala. Hatte ich da jetzt irgendwie eine goldene Feder eingesetzt? Das sah für den ersten Moment fast so aus. Doch, hier war das mit den... Hier war das mit den kleinen süßen Cheats, die man aktivieren kann. Tralalalala. Stop-and-Swap-Feature würde ich hoffentlich noch einigermaßen was sagen. Ging ja eigentlich nur darum, dass Rare ursprünglich schon auf dem N64 eine Verbindung schaffen wollte zwischen Banjo-Kazooie und eben dem Nachfolger Banjo-Tooie. Das hat aber dann irgendwie technisch nicht so geklappt, wie es ursprünglich geplant war. Und dann hat man eben so eine abgespeckte Variante in Banjo-Tooie eingebaut und dann gesagt, ja, das ist das berühmte Stop-and-Swap-Feature. So ungefähr. Also war dann im Endeffekt nur ein paar Anspielungen. Feather? Das eh nochmal? Ja, scheint so. Okay. Tatsächlich. Der Feathers Cheat verdoppelt das Maximum an roten und gelben Federn, die ihr tragen könnt. Ach so. Schön. Und jetzt bitte raus. Gut. Nee. So. Aber ist er jetzt aktiv? Ja, gute Frage. Dazu bekommen habe ich es jetzt nicht, aber wofür ist denn das hier? In diesem Menü kannst du deine bisherigen Cheats betrachten und sie aktivieren oder deaktivieren. Wir machen das jetzt einfach an, oder? Ich finde jetzt wirklich nicht wirklich, dass es Cheats sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, im ersten Teil habe ich das auch ausgenutzt mit Cheeto. Ich hatte die doppelte Anzahl an Eiern, an roten Federn und an goldenen Federn. Also von daher, ich glaube, ich finde das legitim. So. Aber direkt geschenkt bekomme ich sie hier? Doch, ich bekomme sie geschenkt. 200 rote Federn und 20 goldene Federn. Gut, okay. Aber natürlich sind die Cheats nur dann aktivierungswürdig, oder beziehungsweise ich kann sie erst dann aktivieren, wenn ich sie eben von Cheeto bekomme. Es ist ja mehr oder weniger eindeutig, was ich für die Eier eingeben muss. Entweder Eggs oder Blue Eggs oder irgendwie sowas im Dreh oder so. Das würde mir hier zumindest wundern, wenn es irgendwas anderes wäre. Aber ja, wie gesagt, ich könnte das jetzt nicht eingeben, weil ich dann nichts bekommen würde. Ja. Die müssen mir erst verraten werden, die Cheats. Sonst funktioniert das wirklich kein bisschen. Gut, okay. Dort drin ist Dilberta. Eigentlich ist das vom Weg her optimal. Weil, so wie ich das sehe, besteht ja eine Verbindung zwischen der Klunkerkluftmine und dem Maios-Tempel. Sprich, wenn ich das jetzt gleich mit Dilberta gemacht habe, dann kann ich bequem von dieser Welt aus hier zur Klunkerkluftmine dann gelangen. Und dann können wir dort weitermachen. Und dann haben wir eigentlich kaum Zeit verloren und alles läuft optimal und perfekt. Gut, okay. Säulengewölbe. Irgendwas wird man jetzt hier mit den Säulen machen können, sonst würde das sonst nicht so dämlich heißen. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Hier laufen wieder irgendwelche Katzenkrieger herum. Die finden das in Ordnung so. Ich aber irgendwie nicht. Ah! Okay, man kann die Säulen angreifen. Aber... Ach so! In einer bestimmten Reihenfolge. Ach so, die Säule wackelt dann und dann... Ja, das klingt gut. Ich habe zwar seltsamerweise nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Dann wackeln die Säulen von alleine oder wie oder was. Aber gut, egal. Ist in dem Moment einfach so. Wir bringen die Säulen zum Wackeln. Das Puzzle wandert immer weiter nach unten. Und zum Glück ist es nicht sonderlich schwierig, die richtige Säule zu finden. Muss ich den letzten jetzt auch noch anwackeln? Das scheint fast so. Boing. Oder? Oder auch nicht. Gut, wo ist die Treppe? Treppe, ich will schnell hoch. Ich will schnell hoch um mein Schnups-Puzzleteil. Mein Schnups-Teil! Dankeschön. Gut. So. Timer ist quasi gesehen noch abgelaufen. Katzenkrieger sind immer noch keine Herausforderung für uns. Jetzt können wir noch kurz in die Statistik reingucken. Aber ich dürfte dann ja jetzt eigentlich alles in der ersten Welt haben. Maios Tempel. Perfekt.
Hat nur eine Stunde und 17 Minuten gedauert. Ach du Scheiße. Ja. Aber es gehört zum Spiel ein bisschen dazu. Wobei mir von... zumindest habe ich das so herausgelesen, von Markus vorgeworfen wurde. Markus Hobelsberger. Sucht einfach meine YouTube-Kommentare durch. Vorgeworfen wurde, dass ich ein bisschen zu langsam spiele, beziehungsweise auch die Möglichkeiten von Banjo-Tooie mit den Teleportern und so nicht genug ausnutze und solche Geschichten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist... X, danke, dass ihr mich befreit habt. Das ist doch ein Puzzle wert. Her damit, du Pestbeule. X, dann müsst ihr schon mitkommen zu Bill, meinem Boss. Ja, ja, Goldbarren Bill wird uns schon ein Puzzle geben. Das ist auf eine gewisse Art und Weise nur natürlich. Wie gesagt, ich kann das Spiel nicht so gut wie den ersten Banjo-Kazooie-Teil. Und mir persönlich ist es tatsächlich lieber, mich so in Welt ein bisschen umzugucken und dann nicht so schnell den Überblick zu verlieren, wie wenn ich andauernd mit den Teleportern arbeiten würde. Wenn ich mich gut in einer Welt auskenne, dann ist es kein Problem. Dann benutze ich gerne die Teleporter und so. Aber solange das eben bei mir noch nicht drin ist und ich selber erstmal die Welten erst wieder kennenlernen muss, dann nützt das nichts, wenn ich die ganze Zeit irgendwie hin und her switche. Weil dann ist die Gefahr eindeutig zu groß, dass ich immer wieder an denselben Sachen vorbeilaufe. Also zumindest habe ich so das Gefühl. Meine freche Partnerin Dilberto ist immer noch nicht zurückgekehrt. Ach wirklich? Wir haben sie doch tatsächlich gefunden. Da ist sie. Hi, Süßer. Ich bin wieder da. Dilberta, bist du es wirklich? Ich bin so froh, dass ihr sie gefunden habt. Nimm dieses kleine hübsche Goldklümpchen als Belohnung. Uhuhuhu. Wir bekommen Gold. Wir sind reich. 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 So. Dilberta und Goldbarren Bill freuen sich. Das ist ein schönes Bild. Ja. Das sind noch echte Partner. Echte Freunde. Echte Haudegen. Die gehen noch durch dick und dünn und so. Die freuen sich noch über... Ja, das Leben an sich. So, jetzt sind wir in der Klunkerkluftmine. Hier wollten wir jetzt weitermachen. Die Frage ist jetzt... Ja, womit wollten wir jetzt weitermachen? Mir fällt spontan eine Sache ein, die man machen könnte. Neben der Tatsache, dass uns noch zwei Jinsos fehlen, zwei leere Seiten, eine leere Honigfarbe und ganze 6 Puzzleteile. Mir fällt eine Sache ein, die wir bisher noch gar nicht gemacht haben. Wir waren nämlich noch so überhaupt gar nicht mit, also bei Humba. Und haben uns noch gar nicht verwandeln lassen. Und oh, haben den Teleporter hier drin auch noch gar nicht aktiviert. Du haben Globo. Wollen es Humba geben? Jo. Natürlich. Ich werfe es einfach hinein. Zauber fertig. Spring in Wumba-Becken. Löst sich der Globo da drin eigentlich in seine Bestandteile auf oder so? Irgendwie erscheint mir das sehr... sehr gemein. Diese armen, süßen kleinen Zauberwesen. Wow. Wumba, das nennen Detonator. Du linken Stick betätigen, um zu bewegen dich, und du drücken X, um zu ausführen Selbstzerstörungsattacke. Die wir nur einmal machen können, oder was? Nein. Interessant. Während wir bei Mumbo... durchgängig nur im Tierreich unterwegs waren? Kann das sein? Moment, als was konnten wir uns... Doch, nee, er hat uns in Termite verwandelt, er hat uns in eine Biene verwandelt. Hat er uns jemals in was anderes verwandelt? Er konnte... Nee, eigentlich hat er die ganze Zeit nur uns in irgendwelche... Oh, dort oben ist eine Seite, dort oben ist eine Seite. Da kommen wir aber später hin, muss ich mir merken. Tralalalala. Ja. Nee, Mumbo hat uns immer nur in irgendwelche Tierwesen verwandelt oder so. Termite, Biene, Krokodil. Nee, na gut, Kürbis. Ja, Kürbis in Mad Monster Mansion. Das war jetzt nicht so wirklich tiermäßig, aber... Na gut. Mumbo verwandelt uns jedenfalls auch in einen Detonator. Und als Detonator können wir auch total toll Sachen zum Detonieren bringen. Wie zum Beispiel diese roten TNT-Fässer. Und diese kleine Kiste macht sich jetzt auf den Weg, weil wir den Durchgang freigesteckt haben. Ja. Aber wo ist auf den Weg? Was befindet sich hinter diesem Tunnel und diesem gleißenden Licht? Man weiß nicht so genau. Aber ich glaube, da gehen wir lieber als Banjo hin. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir sind an ein paar TNT-Fässern vorbeigegangen. Aber wo waren die alle? Hinter
Humbas Zelt war, glaube ich, auf der einen Seite noch irgendwie... Hier müsste noch was... Genau, da hinten ist noch was Tunnelmäßiges. Ja, perfekt. Sprung 2, 5, 6. So. Hier kann man doch wunderbar noch den Detonator betätigen. Dann war noch in irgendeiner Höhle, glaube ich, irgendwas drin. Gehen wir jetzt erstmal so hier rein. Giftgas. Oh. Kanarienkaverne. Ja, du siehst ja nicht mal ganz so gesund aus.